Also es gibt bis heute in der kompletten Zahnheilkunde keine einzige Studie, die gezeigt hat, dass durch Zahnseide weniger Karies zwischen den Zähnen entsteht. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Stefan Fickel. Ja, mein Name ist Stefan Fickel, ich bin Zahnarzt, ich bin auch Professor an der Universität und es haben sich schon viele Dinge über die letzten Jahrzehnte und auch Jahre in der Zahnmedizin geändert. Viele Dinge, die früher wie so ein Pflock eingebettet waren, sind heute nicht mehr so ganz klar. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben und ich freue mich jetzt auf den Podcast mit dir. Tja, wie Zähneputzen funktioniert, lernen wir eigentlich schon als Kinder. Nur, Sie haben es gehört, was vor ein paar Jahrzehnten galt, entspricht heute nicht mehr unbedingt den Empfehlungen. Und um möglichst ein Leben lang gesunde Zähne zu behalten, reicht es halt nicht, die richtige Zahnputztechnik zu beherrschen. Vieles hängt auch vom Lebensstil ab, zum Beispiel der Art, wie wir essen und davon, was wir da zu uns nehmen. Welche Dinge wir also unbedingt tun, beziehungsweise welche wir vermeiden sollten und welchen Einfluss gesunde Zähne auf unser allgemeines Wohlbefinden haben, das erklärt Stefan in dieser Folge. Stefan, wir sprechen an einem Freitagmittag, 13 Uhr. Ich habe jetzt gerade in der Kantine gegessen und ich würde sagen, so in 10 Stunden werde ich wahrscheinlich das nächste Mal Zähne putzen. Ich werde vorher noch Abendbrot essen, vielleicht so zum Start ins Wochenende ein Glas Wein trinken. Wie findest du als Profi diesen Umgang mit meinen Zähnen? Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da muss ich gleich mal den Hut ziehen, ziemlich gut. Mittagessen und dann mal lange nichts, dann noch ein Abendessen, dazu vielleicht noch ein Glas Wein, dann Zähne putzen und dann die ganze Nacht über schlummern, vielleicht sogar mit dem Fluorid, das auf deinen Zahnoberflächen ein bisschen bleibt. Also ich würde sagen, perfekt. Wieso hast du jetzt tatsächlich sogar das Glas Wein gelobt und warum ist es kein Problem, wenn ich den ganzen Tag nicht Zähne putze? Der Hintergrund ist ein bisschen, wir wissen heute, dass wahrscheinlich das Allerschlechteste sind viele Zwischenmahlzeiten oder auch viele Zwischengetränke. Also stell dir vor, dein Speichel, der ist die ganze Zeit damit beschäftigt, die ganzen Säuren, die ganzen Ernährungsgifte oder was auch immer abzuwehren. Ja, und wenn das dreimal am Tag passiert, ja, dann hat er eine gute Zeit, das wieder in dieser Zeit dazwischen wieder hinzubekommen. So, aber wenn du jetzt Mittag isst und eine halbe Stunde später jagt da wieder ein Schokoriegel vorbei, ja, dann wird er wieder unterbrochen in seiner Routine. Und das Gleiche gilt natürlich auch für zuckerhaltige Getränke. Ein wichtiger Punkt wäre praktisch, die Zwischenmahlzeiten zu vermeiden. Idealerweise, und das habe ich bei dir auch gerade gesehen, nur mit Wasser zwischendurch eben zu trinken, um wirklich da keine Säure oder Zucker drauf zu bekommen. Naja, und das Glas Wein, das würde ich dir einfach mal gönnen. Ich glaube, vielleicht kommen auch noch 2-3 Gläser Kaffee dazu. Wären die problematisch? Aus unserer Sicht nicht so wirklich problematisch. Natürlich wieder mit einer kleinen Einschränkung. Ich hoffe, du nimmst deinen Kaffee nicht mit Zucker. Nee. Dann wäre es eher nicht so gut. Prinzipiell spricht eigentlich nicht so viel gegen Kaffee. Kaffee macht eher Verfärbungen, aber das hat eigentlich keinen Krankheitswert und kann eigentlich in der nächsten Zahnreinigung wieder ganz gut wegpoliert werden. Also gehst du mal davon aus, dass du auch nur 2-mal am Tag die Zähne putzt? Absolut. Also ich bin sogar manchmal einer, der nur 1-mal am Tag Zähne putzt. Ja, oh. Also man würde ja heute sagen, ein Profi braucht es wahrscheinlich nur 1-mal. Das heißt also ein richtig gutes Zähneputzen 1-mal abends, vormittags oder in der Früh, wenn du möchtest, dann vielleicht ein schnelles Zähneputzen. So mach's ich für mich selber und fahr damit eigentlich ganz gut. Okay, aber wie muss ich denn putzen, dass 1-mal am Tag reicht? Weil ich glaube, alle meine Zahnärzte und Zahnärztinnen, bei denen ich bisher gewesen bin, die würden jetzt sagen, so mindestens 2-mal, wenn nicht sogar 3-mal. Wenn du viel richtig machst bei der Ernährung, dann reicht es wahrscheinlich, 1-mal am Tag deine Zähne zu reinigen, ja, mit einer richtigen Technik. Und dann kommen wir jetzt schon auf einen ganz wichtigen Punkt, mit einem wichtigen Material einzumassieren, und das ist Fluorid. Mhm. Das ist in Zahnpasta drin. Richtig, das ist in der Zahnpasta drin. Und dann reicht dir wahrscheinlich dieses einmalige Anwenden. Natürlich muss man sagen, wenn du jetzt vielleicht ein paar Zwischenmahlzeiten hattest, ja, du hast vielleicht nicht ganz perfekt immer dich an alles gehalten, dann kann man schon sagen, die Regel
zweimal am Tag für 2 Minuten. Ich glaube, das kann man schon stehen lassen. Die absoluten Profis, die auch genau wissen, welche Ecke sie wo erreichen jeden Abend. Ja, da würde ich sagen, einmal am Tag, aber das sind sicherlich die wenigstens. Also wenn ich meine Patienten in meiner Praxis anschaue. Kommt es nicht auch auf die Technik an? Also worauf achtest du? Also in der Tat, es kommt auf die Länge an, gar nicht so sehr auf die Technik. Das ist eigentlich interessant, ne? Weil wir das ja so ein bisschen eingebläut bekommen haben, so vielleicht in der Schule oder im Kindergarten, vielleicht erinnerst du dich nicht dran, KAI-Technik, ja, Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen. Heute würden wir sagen, das ist natürlich alles immer unter der Prämisse, dass es wirklich wichtig ist, dass ein Zahn perfekt sauber sein muss. Heute wissen wir, der muss schon in gewisser Weise sauber sein, aber ein Stoff ist viel, viel wichtiger geworden und ist Fluorid. Also Fluorid muss einfach an die Zähne kommen. Und das ist das Entscheidende. Deswegen würden wir heute sagen, du versuchst 2 Minuten lang die Zähne zu putzen, versuchst aber in diesen 2 Minuten alle Bereiche deiner Zähne zu erreichen. Und wenn du das versuchst, dann hast du schon ziemlich viel erreicht, wenn man das mal so im Durchschnitt der Bevölkerung anschaut. Ja, wenn du da mal die Zähne anfärbst, da siehst du, welche Zähne eigentlich praktisch überhaupt nicht geputzt werden. Also das wäre mal so die Regel, versuche alle Zähne zu erreichen, ja, und versuche 2 Minuten, 2x2 Minuten am Tag einzuhalten. Du schaust ja immer in die Münder rein, welche Stellen werden denn am häufigsten übersehen? Naja, das ist ganz klar. Das sind natürlich je weiter hinten, ja, umso weniger kommen die Patienten hin. Und auch vielleicht ein wichtiger Punkt, den wir manchmal so ein bisschen vergessen und der ja schon ein bisschen auch in diesem Wort mit drin ist, Zähne putzen. Eigentlich sollten wir nicht die Zähne putzen, sondern wir sollten den Übergang zwischen Zahn und Zahnfleisch putzen. Weil die Zähne, die werden zum Beispiel über den ganzen Tag geputzt, nämlich zum Beispiel durch deine Nahrung, durch deinen Speichel, durch deine Wange, die ständig an diesen äußeren, wir nennen das Glattflächen, reibt. Der wichtigste Bereich, wo die meisten Krankheiten entstehen, das ist der Übergangsbereich zwischen Zahnfleisch und Zahn. Den putzen die meisten Patienten nicht. Ja, weil sie eben die größte Wölbung von Zahn putzen. Also das wäre auch schon ein weiterer Tipp. Versuch alle Zähne zu erreichen und versuch tendenziell deine Zahnbürste etwas weiter Richtung Zahnfleisch zu bewegen und diesen Bereich zu erwischen. Denn das ist der wichtigste Bereich für Krankheiten. Also wenn du jetzt schon die Krankheiten ansprichst, was sind denn die häufigsten Krankheiten? Also ich weiß nicht, aus der Werbung kenne ich immer Karies und Parodontose, glaube ich. Sind das auch wirklich die am weitesten verbreiteten Krankheiten? Ja. Würde man sagen, Karies und Parodontose sind so ein bisschen die 2 häufigsten Erkrankungen, die es im Mund gibt. Übrigens auch unter den Top 5 in den weltweit häufigsten Erkrankungen. Es gibt vielleicht noch so ein paar Sonderfälle. Es gibt natürlich Zahnunfälle. Kannst du dir vorstellen, was uns auch manchmal betrifft? Es gibt manchmal Mundgeruch und Ähnliches, aber bei weitem nicht dahin kommen, wo wir heute über Karies und Parodontose reden. Ich glaube, Karies kennen die meisten. Was genau ist eigentlich Parodontose? Das scheint mir immer so ein bisschen unbekannter. Ja, eigentlich heißt es Parodontitis. Und vielleicht hast du das bei anderen Erkrankungen schon mal gehört. Itis ist immer Entzündung, genau. Und die allermeisten Erkrankungen, die wir haben, sind irgendwo von Entzündungen abgeleitet. Also eigentlich wäre es fachlich richtig, über Parodontitis zu reden. Aber bleiben wir mal bei Parodontose, weil sich das einfach durchgesetzt hat. Nun, Parodontose ist eigentlich eine Entzündung des Zahnfleisches. Und jetzt kommen wir wieder auf diesen Punkt zurück, über den wir gesprochen haben. Es sammeln sich Bakterien an diesem Zwischenraum an. Also Zwischenraum zwischen Zahnfleisch und zwischen Zahn, weil er vielleicht, hoffe ich, auch nicht geputzt wird. Und was jetzt passiert, ist, der Körper reagiert wie überall. Du kennst es auf der Haut. Wenn du auf der Haut eine Entzündung hast, was passiert? Du kriegst eine Schwellung. Ja, das heißt also, es ist etwas dicker. Der Körper reagiert mit einer Entzündung und das macht er am Zahnfleisch auch. Und plötzlich, zack, entsteht so eine kleine Zahnfleischtasche. Kannst du dir vorstellen, ne? Wenn das Zahnfleisch höher wird, dann haben die Bakterien eine bessere Nische. Und das gibt irgendwann so eine Eigendynamik, nämlich dass praktisch immer mehr Bakterien sich ansammeln, die Tasche wird immer besser. Und irgendwann kommen wirklich ganz fiese Bakterien, die es sogar schaffen, den darunterliegenden Knochen abzubauen und die Tasche immer tiefer werden zu lassen. Und das nennt man dann Parodontose. Okay, das heißt, Zahnfleischschwellungen können darauf hindeuten, dass dort gerade Parodontose entsteht. Absolut. Also Blutung, würden wir heute sagen, ist das erste Leitkriterium für eine Parodontose. Also wenn Sie zum Beispiel beim Zähneputzen merken, dass da beim Ausspucken Blut mit drin ist, ist das kein gutes Zeichen. Dann ist das ein erstes Zeichen für eine Parodontose. Und ja, geschwollenes Zahnfleisch ist dann natürlich auch meist damit verbunden.
Hilft vorbeugend auch eine gute Mundhygiene oder was kann ich sonst dagegen tun? Also bei Karies würde ich jetzt denken, nicht immer Zucker essen, schön Zähne putzen. Ist dasselbe bei Parodontose? Ja, da kommen wir natürlich jetzt in einen spannenden Bereich, der sich sicher so die letzten 10, 20 Jahre geändert hat. Früher haben wir immer so gesagt, naja, klar, das hat was mit Mundhygiene zu tun. Sogar unsere Kassen, unsere Krankenkassen haben das gesagt. Also wenn der Patient nicht ein bestimmtes Level der Mundhygiene erreicht, dann darf man gar keine Parodontose-Behandlung machen. Heute weiß man, dass wahrscheinlich die Ernährung, und da kommen wir wieder zu deinem Anfang zurück, eine riesen Rolle spielt. Also ich sage dir mal ein Beispiel. Es gab im Schweizer Fernsehen eine Sendung und Leute haben dafür 4 Wochen wie in der Steinzeit gelebt. Also alles wie in der Steinzeit. Und mal dieser Sendung hat man einen Zahnarzt zur Seite gestellt, weil die gedacht haben, oh Gott, das wird so schlimm werden vom Zahnfleisch. Ja? Und du wirst lachen, was passiert ist, obwohl die 4 Wochen lang nicht die Zähne geputzt haben, aber sich nur wie in der Steinzeit ernährt haben. Die haben ein deutlich besseres Zahnfleisch gehabt als vorher. Wie ist das zu erklären? Wahrscheinlich ist das über unsere Ernährung zu erklären. Unsere Ernährung ist sehr zuckerhaltig. Ja, das heißt also, wir haben sehr viele Sachen, die heute mit Zucker angerührt sind. Das heißt also, Zucker ist ein Stoff, der Entzündung macht, der auch im Mund Entzündung macht. Der zweite Punkt ist, du weißt es selber, die meisten Sachen, die wir heute zu uns nehmen, da musst du gar nicht mehr richtig kauen. Ja, das heißt also, das ist relativ schnell heruntergeschluckt, ja. Früher, wenn du mal so einen Apfel oder mal so ein Stück Fleisch oder so gehabt hast, da musstest du da schon 20, 30 Mal kauen. Das hat natürlich bedeutet, dass Bakterien von den Zellen abgerieben wurden, dass Speichel kam und so weiter. Das sind wahrscheinlich 2 Punkte. Und der dritte Punkt ist, dass wahrscheinlich die ganzen natürlichen Stoffe, die früher gegessen wurden, also hauptsächlich Pflanzen, deutlich entzündungsprotektiver sind. Das heißt also, die reduzieren per se schon Entzündung. Okay, also kauen hilft auch, weil es den Speichel anregt und Bakterien wegspült. Und was du so zur Ernährung sagst, es spricht ja eigentlich dagegen, verarbeitete Lebensmittel zu essen. Also ruhig mal in Richtung Clean Eating denken, ja? Absolut. Also diese Western Diet, die wir zu uns nehmen, ja, viel Zucker, ja, viel schnelles Essen aber auch. Ganz klar, also das wird die Zahngesundheit nicht positiv beeinflussen. Ich sage dir mal ein einfaches Beispiel. Schau dir unsere Haustiere an. Also unsere Haustiere, also zum Beispiel wir haben hier eine Hauskatze, der hat schon 4 Zähne verloren. Ja? Das gibt's überhaupt nicht, ne? Weil die eine ganz andere Art der Ernährung haben. Und wenn du dieses Katzenfutter mal anschaust, ja, das ist eine reine Zuckersoße. Ja? Und klar, die müssen das nicht kauen, die schlingen das runter. Also das wäre ein einfaches Beispiel, warum wahrscheinlich unsere Ernährung eine große Rolle hat in diesem Zahngesundheitszusammenhang. Ich habe mir natürlich auch angeschaut, was du so alles so empfiehlst und sagst dir aber durchaus auch, dass so ein bisschen Zucker vertretbar ist. Eine deiner Empfehlungen lautet zum Beispiel, süße Getränke nur zu den Hauptmahlzeiten zu trinken. Was verändert denn das? Der Punkt ist folgendes. Zu den Hauptmahlzeiten kaust du natürlich sehr viel. Das heißt, der Hauptessensanteil ist natürlich deine Nahrung. Und jetzt durchs Kauen, haben wir ja schon gesagt, wird erstens Bakterien abgerieben, zweitens wird der Speichel angeregt. Jetzt vergleicht es mal zum Beispiel mit einem schnellen Schluck Cola zwischendurch. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das heißt, da kaust du gar nicht. Den schluckst du einfach nur runter. Das kommt überall hin in die Ritzen. Ja, wird nicht weiter durch Essen und so weiter abgerieben. Also das macht einen Riesenunterschied. Wir sehen das zum Beispiel nur ein kleines Beispiel dazu bei Spitzensportlern. Man glaubt es immer nicht, aber die haben eine ziemlich schlechte Zahngesundheit, weil die wahrscheinlich zwischendrin extrem viele von diesen stark zuckerhaltigen Getränken oder viele zum Beispiel Triathleten, die essen diese Gelees, ne, um schnell Kalorien zu sich zu bekommen, eigentlich das Schlechteste, was man machen kann. Spielt da auch mit rein, dass der Mund dann austrocknet beim Sport? Bei den Sportlern ist das auch ein Riesenpunkt. Die haben weniger Speichel. Die haben häufig, man sieht das, oder? Bei einem Wettkampf, die haben häufig eine Mundatmung. Das heißt also, die haben deutlich weniger Speichel. Absolut. Und dann wenig Speichel, häufig schnell Zucker, das da hinkommt, häufig in Geleeform. Und das ist natürlich ja wie ein Turbo für Karies oder Zahnfleischerkrankungen. Wenn wir über Süßes sprechen, zählt das dann auch für Obst und für Säfte? Nicht in dieser Form. Wir wissen, Obst und Säfte sind aus kariogener Sicht, und kariogen nennen wir also das Auslösen von Karies, anders einzuschätzen als die klassischen Süßigkeiten. Ich denke mal an die Gummibärchen und so. Aber man muss natürlich schon sagen, so eine Apfelschorle mal für zwischendurch, ja, ist sicherlich nicht das Beste, was du machen kannst. Wir haben jetzt ja schon viel darüber gesprochen, wie kranke Zähne aussehen, also auch was Zähne krank macht. Wie erkenne ich denn eigentlich, was gesunde Zähne sind? Also
Ist es wirklich dieses Zahnpasta-Werbung lächeln, also strahlend weiße, gerade Zähne? Ja, überhaupt nicht. Also wir haben ganz viele ältere Patienten, die natürlich ein bisschen auch einen Verlust haben am Zahnfleisch. Das ist ganz normal, dass im Alter, ich meine, das glaubt man ja gar nicht. Überleg mal, so ein Zahn, nehmen wir mal einen 80-Jährigen, da ist mit 6 Jahren, ist dem sein erster Backenzahn durchgebrochen. Da hat man ja auch noch Milchzähne mit 6. Ja, aber der erste bleibende Backenzahn bricht etwa mit 6 Jahren durch, das sogenannte 6-Jahres-Molar. Und musst dir das mal überlegen, oder? In der heutigen Zeit 74 Jahre, ein Zahn, der sich eigentlich nicht erneuert. Geh du mal zu deiner Autowerkstatt und sag, mein Auto ist jetzt 74 Jahre alt, ist noch ziemlich gut. Also aus der Sicht muss ich schon mal eine Lanze für die Zähne brechen. Ja, das ist schon eigentlich ein Wunderwerk der Natur. Und nochmal zurückkommt auf deine Frage. Gesund, prinzipiell muss man sagen, ist entzündungsfrei. Und da sind wir Ärzte. Natürlich ist für uns das Allerwichtigste, dass wir keine Entzündung sehen, Blutung oder Ähnliches. Natürlich ist die Ästhetik auch wichtig, aber die muss zum Patienten passen. Ja, aber natürlich muss man schon sagen, sind wir immer so ein bisschen in diesem Grenzbereich als Zahnärzte. Einerseits, es muss gesund sein, es soll aber auch schön und ästhetisch sein. Damit würde ich die Frage so beantworten, prinzipiell sind wir Ärzte, das heißt also die Gesundheit, die Entzündungsfreiheit, die Kariesfreiheit ist für uns das Wichtige. Alles, was darüber hinaus ja, medizinisch zu vertreten ist, könnte zum Beispiel auch mit einer ästhetischen Verbesserung erzielt werden. Wenn jetzt diese Entzündungen so entscheidend sind, inwiefern hat denn auch die Zahngesundheit Einfluss auf den restlichen Körper, auf unser allgemeines Wohlbefinden? Absolut, ja. Das ist ein Riesenthema, was auch so die letzten 10, 20 Jahre ein bisschen überschwappt. Also mein Vater war auch Zahnarzt, da hieß es immer, naja, ihr Zahnklempner da im Mund, ja, das ist ja alles im Mund. Ja, heute weiß man, dass die Zahngesundheit eine Riesenrolle spielt und auch vice versa. Also es gibt zum Beispiel ganz tolle Untersuchungen zum Thema Frühgeburt. Also wir wissen, dass Schwangere, die zum Beispiel eine starke Zahnfleischentzündung haben, deutlich mehr Frühgeburten haben. Oder wir wissen zum Beispiel auch, dass eine schlechte Zahnfleischsituation mit einem Diabetes in Zusammenhang steht. Also es gibt zum Beispiel, es gibt ganz viele Fälle, ja, wo ein Patient zu mir gekommen ist, ja, und er sagt, na, mein Diabetes, also meine Zuckererkrankung, mein Hausarzt, der kriegt die nicht hin, der kriegt den nicht eingestellt. Und dann bringt man das Zahnfleisch in Ordnung und plötzlich schafft man es auch ganz gut, den Zucker einzustellen. Ne? Weil beides ist Entzündung und beides schaukelt sich natürlich hoch. Also aus der Sicht Rieseneinfluss aus beiden Sparten, aber auch in die eine und in die andere Richtung. Also die Parodontose beeinflusst natürlich die Allgemeingesundheit. Man hat mal ausgerechnet, dass die Wundfläche oder die Entzündungsfläche bei einer ausgeprägten Parodontose, die ist so groß wie eine große Hand. Das alles entzündet. Und dann kannst du dir vorstellen, das steht alles mit Blut in Verbindung mit allen anderen Organen. Und damit sind natürlich Auswirkungen da. Ist natürlich sehr schwierig in Untersuchungen das rauszufinden, weil da natürlich extrem viele Einflussfaktoren sind. Ja, das ist immer schwierig, diese direkten Zusammenhänge. Also zu sagen, okay, diese Erkrankung triggert jetzt diese andere Erkrankung, weil die allermeisten Erkrankungen verschiedene Entstehungsursachen haben. Aber prinzipiell ist da ein Zusammenhang da. Zum Beispiel, man sieht es auch im Spitzensport, ne? Oder es gibt auch mittlerweile ganz gute Untersuchungen zu Sport. Also wir wissen, Patienten, die eine Zahnfleischentzündung haben, die können zum Beispiel weniger Gewicht heben. Also gibt es schöne Studien, ja, die zeigen, je tiefer dein Zahnfleisch, deine Zahnfleischtasche ist, also je stärker deine Entzündung ist, desto weniger schaffen die im Fitnessstudio, die Hantel hochzuheben. Okay, also wer ins Fitnessstudio geht, nicht nur Proteinshakes trinken, sondern auch schön Zähne putzen. Genau. Auf jeden Fall könnte man ja festhalten, dass Zahnpflege echte Selbstfürsorge ist, also wenn es dann auch dem ganzen Körper besser geht. Und dafür gibt es ja auch eine große Auswahl an Produkten. Also allein bei den Zahnbürsten kann ich mich ja zwischen elektrischer, Schall, Ultraschall oder herkömmlicher Bürste entscheiden. Was davon hilft denn am besten? Also wir kommen wieder auf den Punkt zurück. Ja, wichtig ist, dass man es macht, ja, dass man jeden Zahn erwischt und versucht, die auf jede Zahnoberfläche Fluorid zu bekommen. Das steht mal über allem. Ja. Was man weiß, ist, dass die elektrischen Zahnbürsten, ob Schall oder so oszillierend, etwas besser Zahnbelag entfernen. Das muss man insgesamt sagen. Ob das wirklich einen Effekt auf die Erkrankungen hat, sei es Karies und sei es Parodontose, ist nicht so 100% klar. Warum ich trotzdem tendenziell schon zu elektrischen Zahnbürsten raten würde, hat wieder ganz einfache menschliche Gründe. Die elektrische Zahnbürste hat einen Timer.
Und was glaubst du, was passieren wird, wenn du einen Timer hast? Ja, dann putze ich halt so lang, ne? Ja, dann putzt du deutlich länger. Und es gibt sehr schöne Untersuchungen, dass man teilweise doppelt so lang mit einer elektrischen Zahnbürste putzt. Nur wegen diesem schnöden Pieps, als mit einer Handzahnbürste. Natürlich, je länger du putzt, desto mehr erreichst du Zahnflächen. Und ein zweiter Punkt, der ist vielleicht schon ganz interessant. Wir haben ja schon ein bisschen angerissen, das Fluorid ist das Wichtige. Und wir wissen zum Beispiel über diese schüttelnden, rotierenden Bewegungen oder über diese Schallbewegungen, scheint wohl dieses Fluorid auch in die Stellen hingetragen zu werden, wo vielleicht die Zahnbürste nicht direkt hinkommt. Also den Bereich zwischen die Zähnen, teilweise in die Grübchen. Das scheint so ein zweiter Vorteil zu sein. Also positiv schon elektrische Zahnbürsten, das heißt also hinsichtlich Timer, aber auch diese, sagen wir mal, Fernwirkung und dadurch natürlich die bessere lokale Wirkung des Fluorids. Ich habe jetzt auch selber so eine, ich glaube, es ist eine Schallzahnbürste, keine Ultraschallzahnbürste. Im Urlaub nehme ich natürlich aber immer so eine ganz herkömmliche. Ich stehe jedes Mal vorm Regal und weiß nicht, ob die weichen oder die harten Borsten besser sind. Am Ende wähle ich konsequent Mittel. Was ist denn da zu empfehlen? Man muss prinzipiell zwei Punkte sagen. Ich glaube, mit Mittel fährst du schon ziemlich gut. Du hast ja ein bisschen bemerkt, dass wahrscheinlich das wirkliche Putzen, also 100% an Zahnbelag wegputzen, gar nicht mehr so unser Ziel ist. Ne? Hast du ein bisschen rausgehört, sondern wichtig ist eigentlich, diese Zahnbürste ist eigentlich nur die Schubkarre. Ne? Das ist die Schubkarre, um das Fluorid drauf zu kriegen. Das heißt also, die harten Zahnbürsten, das wissen wir, nehmen etwas mehr an Zahnhartsubstanz, also an Schmelz und Ähnlichem weg, weil in der Regel putzen wir zu hart. Aber es kommt natürlich wieder eine kleine Einschränkung. Die weichen Borsten haben auch ein bisschen ein Problem. Du kannst dir vorstellen, so weiche Borsten, die speichern die Zahnpasta während dem Putzvorgang besser. Kannst du dir vorstellen, was ich meine? Das heißt also, dadurch, dass das natürlich weicher ist und in sich geschlossener ist, bleibt da mehr Zahnpasta über diese 2 Minuten in der Zahnbürste hängen. Das ist einerseits positiv, weil natürlich mehr Fluorid überall hinkommen kann. Kann aber natürlich, wenn du die falsche Zahnpasta nimmst, zum Beispiel eine Zahnpasta mit sehr hohen Schleifstoffen. Ist das so eine Whitening-Zahnpasta? Genau, Bleaching oder Whitening-Zahnpasta kann natürlich auch dafür sorgen, dass etwas mehr an Zahnhartsubstanz abgeschrubbt wird. Sind die denn schädlich? Weil das wird ja auch immer wieder gesagt. Also vom Prinzip muss man eins sagen, diese Weißmacher-Zahnpastas haben prinzipiell einen Wirkungseffekt und das sind Schleifkörper, also wie Sandpapier, kannst du dir vorstellen. Ne? Das heißt also, die versuchen über eine Art Abreiben der Verfärbungsstoffe und meist sind die Verfärbungen so ganz dünne Schlieren auf den Zähnen, versuchen die praktisch das wegzukriegen. Natürlich, je rauer sowas ist, desto mehr Schaden kannst du potenziell auch am Zahn setzen. Es gibt mittlerweile auch Weißmacher-Zahnpasten, da muss man vielleicht ein bisschen genauer im Regal schauen, die zum Beispiel Aktivkohle enthalten oder zum Beispiel einen Farbstoff, der Farbpigmente oxidieren kann. Auch das gibt es mittlerweile. Die scheinen kaum schädlichen Effekt zu haben. Aber diese starken Weißmacher-Zahnpasten, da wäre ich in der Tat ein bisschen vorsichtig. Und nebenbei, ich glaube, dass der Effekt gar nicht so wirklich groß ist. Also wenn das wirklich so ein Leidensdruck ist, dann macht vielleicht so ein professionelles Bleaching beim Zahnarzt dann fast mehr Sinn. Ja, mein Gefühl ist auch mal bei Zahnpasta, dass es ein bisschen ist wie bei Geschirrspülertabs oder so, dass die mittlerweile so 12 Funktionen haben oder so. Aber letztendlich würdest du wieder sagen, guck einfach nur, dass da Fluorid drin ist. Da wird relativ viel versprochen. Manche von den Dingen stimmen sogar auch. Also zum Beispiel Anti-Zahnstein. Es gibt Anti-Zahnstein-Zahnpasten, die wirklich auch einen nachweisbaren Effekt haben. Aber die Frage ist dann halt auch wieder, was hat das für einen krankheitsreduzierenden Effekt? Ja, also man muss ja immer den Krankheitseffekt im Hintergrund sehen. Und der scheint eigentlich bei diesen meisten Extrawirkstoffen, die da drin sind, sehr gering zu sein. Ich habe noch einen Tipp von dir. Nur ausspucken, nicht ausspülen nach dem Zähneputzen. Das habe ich dann mein Leben lang wirklich falsch gemacht. Jetzt, wo wir gesprochen haben, würde ich sagen, wahrscheinlich damit das Fluorid im Mund bleibt, richtig? Absolut. Aber bleiben da nicht auch diese ganzen Bakterien, die ich irgendwie gerade aus den Zähnen geputzt habe, auch in meinem Mund? Also das ist wahrscheinlich der beste Tipp, den du mitnehmen könntest von diesem Gespräch. Das heißt also, das Fluorid,
Ja, was du jetzt auf die Zahnoberfläche gebracht hast, was jetzt in so einer Mischung aus Speichel, ja, und Ähnlichem da drin ist, das solltest du eigentlich drauf lassen und dann idealerweise sofort ins Bett gehen, keinen Rotwein mehr trinken, ja, auch wahrscheinlich kein Wasser mehr trinken. Und überleg mal, das ist doch super, oder? Du hast ein Medikament, was deine Zähne stärkt und du schläfst eigentlich schon, ja, und das wirkt dann da auf deiner Zahnoberfläche. Zu deiner Frage mit den Bakterien. Das ist wahrscheinlich völlig unproblematisch und auch da vielleicht haben wir wieder ein bisschen zu einfach gedacht. Wahrscheinlich ist gar nicht das Ziel, was wir haben, die Bakterien wegzuputzen. Und dann müsstest du ja eigentlich putzen und das dann wieder abwischen und irgendwo hinlegen und so weiter. Ja, und du müsstest ja theoretisch auch deine Zahnbürste nach jedem Zähneputzen desinfizieren, oder? Weil ich meine, du putzt ja mit dann. Ich spüle die halt aus und ich dachte halt auch so, den Mund ausspülen, dann sind die Bakterien weg. Aber ja, habe ich vielleicht zu einfach gedacht. Es ist vielleicht ein bisschen einfach gedacht. Ich glaube, es ist eher so, ich glaube, die komplette Bakterienmenge reduzieren wir wahrscheinlich in der Regel durch Zähneputzen nicht. Es ist eher so, dass wir diese Strukturen der Bakterien verändern. Also Bakterien leben in so einer Art Biofilm. Du kennst es von deinem Siphon, ja, in der Dusche oder irgendwo. Da ist immer so ein klebriger Film. Und wir wissen, wenn wir diesen Film zerstören, dann müssen die das wieder von neu aufbauen und müssen wieder neu anfangen, ja, alles aufzubauen. Also wahrscheinlich ist, und aber jetzt spreche ich schon tief über die Trickkiste in der Zahnheilkunde, wahrscheinlich ist das der Haupteffekt der Zahnbürste, nämlich diesen Biofilm aufzubrechen, ja, und damit ist gar nicht so entscheidend, ja, von den Milliarden Bakterien, ob du da jetzt 1 Million ausspülst, ja, oder die ausspuckst, die spielt wahrscheinlich keine Rolle. In deinen letzten Sätzen waren aber erstaunlich viele Vielleichts und Wahrscheinlichs drin. Das heißt, da ist man sich noch gar nicht so hundertprozentig sicher? Ja, also es ist natürlich schon viel im Fluss. Das habe ich dir ja so ein bisschen gesagt, dass über die letzten 10 Jahre sich extrem viel geändert hat. Und ja, zum Beispiel, ich nenne dir ein Beispiel. Vor 10, 15 Jahren war das Wichtigste bei uns im Mund, gerade zum Beispiel bei einer Parodontose-Therapie, da haben wir von einer Full-Mouth-Desinfection gesprochen. Also wir haben damals gedacht, das Wichtigste ist, alles abzutöten. Heute weiß man, der größte Blödsinn, ja, weil du hast auch gute Bakterien. Du weißt es aus dem Darm. Ja. Das heißt, also das Schlechteste, was du machen kannst, ist, alles abzutöten. Also ja, ich gebe dir recht, heute sagt man, ja, bring lieber die Schlechten um und versuch die Guten irgendwie zu substituieren oder zu fördern, so wie wir es im Darm ja auch manchmal machen. Also vieles wissen wir noch nicht, vielleicht, lieber Lenne, sehen wir uns in 10 Jahren nochmal, dann ändert sich wieder alles, aber so muss man als Mediziner sein. Das Wissen in der Medizin verdoppelt sich alle 7 Jahre. Gut, dann also in 7 Jahren die nächste Podcast-Folge. Gerne. Aber jetzt erstmal weiter mit dem aktuellen Wissensstand. Wie gehen wir mit den Zahnzwischenräumen um? Also beim Zahnarzt wird mir nach der Zahnreinigung eigentlich jedes Mal empfohlen, mindestens einmal die Woche, vielleicht auch häufiger, Zahnseide zu verwenden oder alternativ Interdentalbürsten. Worauf muss ich denn dabei achten? Also nochmal jetzt zurückkommend auf diesen Aspekt, Fluorid ist das Wichtigste von allen. Jetzt wissen wir aus einer Reihe von Studien, dass wahrscheinlich der Effekt von Zahnseide extrem überschätzt wurde. Also es gibt bis heute in der kompletten Zahnheilkunde keine einzige Studie, die gezeigt hat, dass durch Zahnseide weniger Karies zwischen den Zähnen entsteht. Und das hat dafür gesorgt, sogar die großen Fachgesellschaften, die Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung, ja, empfiehlt es nicht mehr als eine ihrer Säulen der guten Mundhygiene oder des Erhaltes des Zahnes. Das heißt also, ich würde heute sagen, wenn du dich an all diese Aspekte ein bisschen hältst, zweimal pro Tag für 2 Minuten versuchen, mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta alle Bereiche deiner Zähne zu erreichen. Wenn du ein bisschen bei Ernährung aufpasst, wenn du ein bisschen bei Zwischenmahlzeiten aufpasst, ja, wenn du vielleicht sogar das Fluorid drin lässt nach dem Zähneputzen, dann würde ich sagen, brauchst du eigentlich keine Zahnseide zusätzlich. Okay, es soll jetzt nicht eklig werden, aber also es passiert ja mal, dass nach dem Essen irgendwas zwischen den Zähnen hängen bleibt. Das muss doch raus. Also wie gammelt das nicht? Es gibt Situationen, wo man zum Beispiel schon ein bisschen einen Zahnfleischverlust hat. Da wissen wir aber, dass in diesem Bereich wahrscheinlich diese Interdentalbürstchen deutlich besser sind. Das kann man sich vorstellen. Wichtig ist es jetzt zu entfernen. Ja, und mit so einem Faden schafft ihr das wahrscheinlich gar nicht so gut in diesem Bereich. Also, Maßgabe wäre, wenn du das Gefühl hast, dass du durch die Zahnbürste
ausreichend alles entfernt hast und es sind keine Reste oder Ähnliches zwischen den Zähnen, ja, und du machst diesen ganzen Geschichten, wie wir es besprochen haben, dann brauchst du wahrscheinlich keine Zahnseide. Wenn Reste zwischen den Zähnen verbleiben, dann bieten sich eher solche Zahnzwischenraumbürstchen an, wobei ich da fast ganz ehrlich sagen muss, das würde ich wahrscheinlich nicht in Eigenregie machen, weil da sollte mal einmal einer draufschauen. Also entweder vom Prophylaxepersonal, vom Zahnarzt, kann man auch viel kaputt machen. Kannst du dir vorstellen, wenn man da so Bürstchen zwischen die Zähne steckt, ja, und die sind nicht ideal angepasst von der Größe, dann kann man da schon ziemlich viel falsch machen. Okay, also Interdentalbürsten sind besser als Zahnseide und du hast jetzt auch schon gesagt, die Empfehlungen verändern sich immer wieder. Eine Sache, die mir, glaube ich, bei wirklich allen Zahnärztinnen und Ärzten empfohlen wurde, war aber einmal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung zu machen. Also das war immer gleich. Warum ist die denn so wichtig? Absolut. Also es gibt da zwei Punkte, die wichtig sind. Und der erste Punkt, über den haben wir auch schon ein bisschen gesprochen, ist, du schaffst es ja nicht, alles an Bakterien zu entfernen. Und einige dieser Bakterien oder einige dieser Beläge, die verkalken, nennt man Zahnstein. Und Zahnstein kriegst du nicht weg mit der Zahnbürste. Und wir wissen, Zahnstein ist an sich eigentlich nichts Dramatisches, weil der in der Regel über dem Zahnfleisch ist, aber er ist sehr rau. Das spürst du manchmal mit der Zunge. Ja? Und an was Raum lagern sich natürlich wieder viel, viel besser Bakterien an. Also das wäre der erste Punkt, warum es Sinn macht, Zahnstein zu entfernen und das gegebenenfalls an allen Zähnen. In der Regel ist es an den unteren Schneidezähnen, weil da die Ausführungsgänge der Speicheldrüsen sind, oder an den oberen Backenzähnen. Das heißt also, das wäre der erste Hintergrund für so eine professionelle Zahnreinigung. Der zweite Hintergrund ist wieder so ein weicher Punkt, der aber natürlich extrem wichtig ist. Du weißt, so eine Zahnreinigung, die dauert so eine Dreiviertelstunde, würde ich sagen, ja, oder vielleicht eine Stunde manchmal. Und jetzt ist natürlich ein Punkt, das ist auch in Studien gezeigt worden, wenn jetzt jemand eine Dreiviertelstunde jedes deiner Zähnchen im Mund betüttelt, dann wird jede Kleinigkeit sehr früh auffallen, oder? Kann man sich vorstellen. Als wenn man einmal schnell da 2 Minuten drüber schaut. Ja, wenn man eine Dreiviertelstunde jeden Zahn einzeln sauber macht, da hinten reingeht, das sauber macht, fällt alles auf. Okay, was du sagst, ist ja eigentlich, dass Zahnkontrolle dann nur eine Gewissensberuhigung ist. Ja, das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Natürlich gehört die Zahnkontrolle dazu. Natürlich, die großen Sachen fallen schon auf. Klar, keine Frage. Aber wirklich kleine Entkalkungen oder Ähnliches, das siehst du wahrscheinlich erst in der professionellen Zahnreinigung. Insbesondere, wenn du erst, sagen wir mal, den Zahnstein abgemacht hast. Du kannst dir ja vorstellen, wenn da so eine riesen Zahnsteinwand hinten klebt, dann sehe ich ja nichts, oder? Das heißt also, in der Regel macht es schon Sinn zu sagen, ich verbinde vielleicht die professionelle Zahnreinigung mit der Kontrolle beim Zahnarzt, zu sagen, also so machen wir es zum Beispiel, dass wir erst die Zähne reinigen, dann schaut die Dentalhygienikerin oder das Prophylaxepersonal, schaut wirklich eine Dreiviertelstunde lang jeden Zahn an und dann komme ich rein und check nochmal alles durch. Und dann haben 4 Augen das gesehen und dann, glaube ich, fällt wirklich relativ viel auf. Was würdest du den Menschen raten, die jetzt vielleicht schon nicht ganz so tolle Zähne haben und sich deswegen erst recht nicht zum Zahnarzt trauen? Ja, das ist ein großes Problem, das ist so eine Art Vermeidung und man sagt dann, ach, dann gehe ich lieber gar nicht und dann wird's immer schlimmer. Wahrscheinlich muss man sich einfach einmal trauen und wir haben viele dieser Angstpatienten, man braucht schon einen Zahnarzt, der ein bisschen einfühlsam ist. Wir fangen dann meist ganz langsam an, ja, also da wird eigentlich gar nichts gemacht in der ersten Sitzung, ja, wird mal ein bisschen Zahnbelag entfernt, wird mal geschaut und dann beginnt man mal mit den kleinen Sachen und zeigt eigentlich dem Patienten, dass jede Behandlung heute komplett schmerzfrei durchzuführen ist. Und so würde ich mich dann da so ein bisschen herantasten. Also das wäre so die Empfehlung. Irgendwann muss man vielleicht einfach mal diesen Schritt machen und dann wirklich kleine Einheiten machen, Schritt für Schritt gehen und dann wirklich auch vielleicht mit kleinen Dingen erstmal versuchen, die Dinge zu verbessern. Ist das auch wirklich die wesentliche Veränderung? Nicht, dass sich irgendwie nur die Sichtweise verändern, sondern dass Zahnbehandlungen heute wirklich komplett schmerzfrei funktionieren? Also das würde ich sagen, ist eine der Riesenveränderungen, die wir haben. Die lokalen Betäubungsmittel sind so gut mittlerweile und auch so verträglich, dass eigentlich ein Schmerz während der Behandlung nicht nötig ist. Wir haben sogar noch andere Tricks, mit denen wir dann arbeiten können. Also teilweise ein Schmerzmittel noch vorher nehmen, eine Stunde vorher, damit es ein bisschen anflutet in Situationen, wo eine starke Entzündung ist.
bis hin zu leichten Narkoseverfahren, bis hin zu leichten Sedierungen. Auch das ist alles möglich. Immer unter dem Hintergrund, dass eigentlich das Schlechteste, was sein kann, ist wirklich Schmerzen. Das war früher anders, ne? Da hieß es, zack, da musst du jetzt mal durch. Und ich glaube, da hat sich schon viel getan in diesem Bereich. Also ich würde sagen, Zahnschmerzen während der Behandlung ist eigentlich nicht mehr nötig. Und das gilt auch für die schlimmste Wurzelbehandlung? Das gilt auch für die schlimmste Wurzelbehandlung. Du legst natürlich den Finger wieder mal in die Wunde. Die Wurzelbehandlung ist nicht ganz umsonst ziemlich verschrien, weil, naja, so ein stark entzündeter Zahnnerv, gerade vielleicht noch im Unterkiefer, der schwer zu betäuben ist, das ist schon manchmal extrem schwer, den Schmerz frei zu bekommen. Das gebe ich schon auch offen zu. Aber auch da lohnt es sich vielleicht einmal zu einem Spezialisten zu gehen. Es gibt heute Spezialisten, die nur Wurzelbehandlung den ganzen Tag machen. Und die wissen eigentlich genau, wie sie so einen Zahn zur Ruhe kriegen und dann eigentlich eine, in Anführungszeichen, angenehme Wurzelbehandlung durchführen können. Naja, wir können ja mal in 7 Jahren gucken, wie weit der Fortschritt dann ist. Und eine Wurzelbehandlung ist ja auch wirklich nur in den seltensten Fällen nötig. Meistens geht es ja um ganz andere Dinge beim Zahnarzt. So ist es. Und damit das alles gar nicht erst passiert, einfach möglichst viel Fluorid auf die Zähne machen und sich gesund ernähren. Und wenn Sie jetzt noch mehr über den richtigen Umgang mit Ihren Zähnen erfahren möchten, dann könnten Sie ins neue Buch von Stefan Fickel schauen. Es heißt Auf den Zahn gefühlt, wie unsere Zähne stark und gesund bleiben. Und es erscheint am 6. Oktober. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, geben Sie uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Lob oder Kritik können Sie aber auch direkt an mich schicken. Per Mail an smarterleben@spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und Dank geht an Marc Glücks, Lisa Göllert und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.